Wir stellen halt jetzt gerade den Benni nach, weil der zu wenig Mitten hat, also kommt zu wenig gut aussehen. Ja. Ja, ist an. Ja, passt. Singst bitte Calypso oder? Oh nein, nicht der. Das war nicht verdächtig, nein, man glaubt es kaum. Lass ihn, nimm mich. Benjamin ist hammer, ich wieder mal den Baum. Prinz, höre, was die Sintrams bringt. Das Landesjugendtheater feiert heute eine weitere Premiere. Was genau heute gespielt wird, erzählt uns Marius, der Hauptdarsteller. Ich bin jetzt Andrew Lloyd Webbers, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Das ist ein in den 70er Jahren eigentlich als Schulaufführung entstandenes Musical, das seitdem rund um die Welt in mehreren Dutzend Produktionen groß aufgeführt wurde und das wir jetzt schon das zweite Jahr in Innsbruck haben. Und ja, es ist sehr, sehr schön, dass jetzt nach schon 20 Vorstellungen im letzten Jahr ein weiteres Mal für, ich glaube, 23 oder 21 Vorstellungen nochmal aufzunehmen. Das ist unser Tontechniker, der Claudio. Und ich tue jetzt das Headset. Ja, der macht das ganz gut. Das kommt jetzt hier hin. Und dann muss man das noch befestigen. In der richtigen Position. Dina ist auch da. Welche Rolle darfst du einnehmen? Ich darf durchs Stück führen, also ich bin die Erzählerin und ja, ich darf eigentlich die ganze Zeit herumspringen und das Tolle ist eigentlich, ich muss nicht synchron sein mit allen anderen, weil ich bin einfach individuell und das macht einfach ziemlich viel Spaß, dann mein Stück. Der Marius ist schon ein alter Hase im Landesjugendtheater, seit wann bist du dabei? Eigentlich seit dem gleichen Tag wie er, nur davor habe ich schon bei einer Schulvorführung da mitgewirkt auch. Ich sitze hier mitten in der Schulklasse von Joseph, die alle auf verschiedene Weise dazugekommen sind. Wie seid ihr denn dazugekommen? Also ich habe es in der Zeitung gelesen einmal und dann habe ich mich halt da beworben und habe das Casting halt geschafft. Super, und wie lange machst du das jetzt schon? Also ich bin jetzt das zweite Mal bei Joseph dabei. Das zweite Mal. Und du? Ich habe es im Internet gelesen und dann habe ich mich auch beim Casting beworben und dann habe ich es auch geschafft. Und ihr alle, was gefällt euch am besten und singt ihr am liebsten oder tut ihr lieber Schauspielern? Eigentlich alles. Das Singen und die Choreografie. Und wie oft probt ihr da so? Zuerst Musik, die Stimmen einlagen und danach einfach die Choreografie mit Heike. Edith, ihr habt Joseph als Musical wieder neu aufgenommen. Was kannst du uns über die Produktion erzählen? Die Neuaufnahme ist entstanden, nachdem der Marc Hess die Idee gehabt hat. Unser Chef des Hauses führt Regie, Volkmar Seebück. Der ist leider im Moment an der Kamera, deswegen kann er nicht vor der Kamera stehen. Und ich muss sagen, also wir haben große Freude. Es ist für uns wieder eine neue Produktion, dadurch, dass Solisten neu dabei sind. Es sind mehrere Kinder beim Chor dabei. Sehenswert. Wie oft wird die Produktion jetzt laufen? Wir möchten sie gerne 21 Mal spielen. Ich hoffe, es gelingt uns, wenn die Zuschauer kommen und uns ansehen. Mit Marc Hess ist ja kein Unbekannter bei der musikalischen Leitung. Wie kommst du zur Zusammenarbeit und was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit dem Landesjugendtheater? Das ist jetzt schon die zweite Zusammenarbeit, die wir gemeinsam machen. Und das von vornherein, wenn man auch gewohnt ist, auch hinter der Bühne zu stehen, wie das bei meinen Produktionen auch gemacht hat, weiß man erst, was das Arbeit ist, was dahinter steckt, was kein Mensch sieht. Das heißt, das ganze Organisatorische, das Herzblut, das dahinter steckt, hinter diesen ganzen Produktionen. Darum weiß ich, was das heißt. Und auch noch künstlerisch tätig zu sein. Hut ab, großen Respekt. Das war vorab schon sehr interessant für mich. Und jetzt im Theater selber, das Theater hat eine ganz besondere Ausstrahlung für mich. Das ist so klein und doch so groß. Und man hat die Chance, im Publikum, durch das, dass man relativ nahe sitzt, alles mitzukriegen. Also man kriegt den Schweiß der Darsteller mit, wie sie kämpfen auf der Bühne und das Publikum selber. Und das Dritte, ich arbeite einfach irrsinnig gern mit jungen Menschen zusammen. Habe ich immer schon gemacht. Da sind sie noch ein bisschen kleiner, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Aber es ist ein sehr großer Reiz daran und es macht irrsinnig Spaß und großes Kompliment, was die jungen Leute da leisten. Heike, du zeichnest dich für die Choreografie verantwortlich. Wie kommt die zustande, beziehungsweise woher bekommst du die Ideen? Ja, die Ideen, also ich bringe einiges mit, was ich mir vorstelle, aber natürlich entwickelt sich dann ganz viel mit den Darstellern auf der Bühne. Da sehe ich dann erst, was können sie und was sind sie für Typen, ob sie lustig sind oder eher ernste Typen sind und daraus entwickelt sich dann im Grunde das ganze Bild später. Also du gehst wirklich auf jeden Einzelnen ein und schaust, was zu dem passend
in der Choreografie möglich ist? Ja, also wir versuchen da schon Rücksicht zu nehmen, weil es sind natürlich nicht alle mit der gleichen Grundlage da und wir haben ja auch so verschiedene Leute dabei, auch vom Alter her, eben die Kleinen haben ein ganz anderes Repertoire wie jetzt die Älteren und von daher entsteht es dann wirklich mit der Gruppe direkt vor Ort und dann wird es auch was. Sind Sie jetzt bei jeder Show quasi dabei? Schauen Sie sich das immer an? Leider nicht jede Show, weil ich habe auch selber Vorstellungen am Wochenende, aber ich komme, wenn ich kann und ein Papa wohnt in Wien, er kommt auch, wenn er kann. Ja, sicher. Und sonst kommen alle die Kollegen und Freunde von uns auch. Sieht man als strenge Mutter auch die Weiterentwicklung? Können Sie das, merken Sie das, wie sehr er sich weiterentwickelt? Absolut. Also ich finde, ich habe gerade mit meinen Freunden geredet, dass er so einen starken Ausdruck hat. Also wirklich, sein Gesicht hat so viele Ausdrücke und er hat eine super Körpersprache auch. Er kann auch gut sich bewegen und tanzen und sowieso die Stimme ist super. Also ich finde jedes Jahr, er hat große Entwicklung. Letztes Jahr war ich total erstaunt. Ich war die ganze Zeit, ist das mein Kind? Ich war wirklich, ja. Volkmar Seeburg unterstützt die Kinder ja sehr, schaut da, dass sie sich weiterentwickeln. Hat wahrscheinlich auch viel dazu beigetragen, dass sich ihr Sohn im Landesjugendtheater weiterentwickeln hat können. Absolut, ich finde das eine große Möglichkeit, dass es überhaupt dieses Landesjugendtheater gibt hier in Innsbruck. Es ist eine super Möglichkeit für junge Leute Erfahrungen zu kriegen, weil es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Man kann nicht einfach Ausbildung machen und plötzlich auf der Bühne stehen. Man muss solche Sachen machen. Das habe ich auch immer gemacht, mein Ex-Mann auch. Und das macht jetzt Benny und alle die Leute hier im Josef. Und das ist eine super Erfahrung. Perfekt. Dann Gratulation zu dem talentierten Sohn und bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.